Willkommen zurück hier zu Rocket League. Heute das nächste unfaire Match gegen, ja, die KI. 1 vs 3, aber ich will jetzt mal zuerst unsere Karosserie wechseln. Das wollte ich ja eigentlich schon in einem der vorigen Parts machen. Und ich denke mal, die Super Mario Karosserie könnte da durchaus die richtige Wahl gewesen sein. Also nehme ich die jetzt auch mal. Wollte ich ja sowieso, habe ich ja gesagt. Sogar die Supersternraketenspur haben wir dafür. So, wir können sogar einen Dachaufsatz wählen. Also sprich, Mario oder Luigi-Hut. Das ist, eine ganz nice Angelegenheit auf jeden Fall. So. Gut, Torexplosion ist normal. Und ja, viel mehr haben wir nicht zur Auswahl. Gut. Das heißt, die Karosserie haben wir schon mal gewählt und können dann jetzt mal unser 1 vs 3 Match starten. Also, ich bin gespannt. Werden wir es wieder schaffen, genau wie 1 vs 2? Erstmal haben wir hier die Qual der Wahl. Welche Arena nehmen wir jetzt am besten mal? Vor allem, welche hatten wir noch nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, wir lassen es bei der Utopia, Kolosseum, bei der Dämmerung. So unfair und dann 1 vs 3. Und ich habe auch nochmal überlegt, ich will es dann noch ein bisschen umändern. Ich werde in diesem Part 1 vs 3 machen und dann nochmal so eine Trainingseinheit machen. Denn da fehlen uns ja auch noch ein bisschen was. Und im nächsten Part würde ich dann 1 vs 4 in Angriff nehmen. Sollten wir hier dieses 1 vs 3 Match überhaupt gewinnen? Boah, das ist schon mal leicht die erste Riesengelegenheit für den Gegner. Glück gehabt. Aber da kann man schon mal sehen, wie gemein das werden kann. Nächste Gelegenheit. Aber pariert. Wir sind schon mal direkt hier unter Druck und die dritte Gelegenheit innerhalb von wenigen Sekunden. Wir müssen uns ja also auf einiges einstellen. Jetzt mal hier vielleicht der erste Gegenstoß. Und das 1 zu 0. Hohe Bälle mögen die überhaupt nicht. Da haben sie auf jeden Fall was mit mir gemeinsam. Okay, wichtige 1-0-Führung. Aber das Match ist noch extrem lang. Da kann auch einiges passieren. Insofern gehen wir mal lieber auf zweite. Pfosten! Boah, verdammt, riesige Gelegenheit für uns und ich habe sie ausgelassen. So, jetzt aber. 2 zu 0. Da haben wir sie alle ganz schön alt aussehen lassen. Ein kleiner Lupfer und dann ja auch ein bisschen Glück, das war Innenpfosten. Aber egal. Bisher können uns auch diese drei KI-Gegner nichts anhaben. Boah, aber gute Parade hier. Richtig stark verteidigt. Oh, ich glaube, dass... Ja. Jo. 1 zu 2 Anschlusstreffer. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er einen Dropkick nimmt. Hätte ich durchaus noch verteidigen können. Also... Alles wieder offen. Alles noch spannend. Oh, das war schlecht gemacht. Da muss ich den Ball irgendwie mitnehmen. Aber ist eben noch was anderes, wenn man das so zockt. Oder
während eines Let's Plays. Auch wenn man das noch so lange macht, ist es immer noch was Besonderes. Nö! Ach, wie doof! Meine Güte, was habe ich denn mit dem Fasten heute? Zweimal normal fasten, einmal Innenfasten. Meine Güte, ich Vollpfosten. Aber jetzt vielleicht. Das gibt das 3:1. Und die Vorlage kam. Ja, vom Gegner. Schönen Ball. Tja, reingeköpft, wenn man so will. Da haben wir unsere 2-Tore-Führung auf jeden Fall wieder. So, erstmal hier Fallrückzieher gemacht. Ah, diesmal ordentlich verteidigt. Also eins kann ich vorwegnehmen. Allzu hoch werden wir nicht gewinnen. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Boah. Oh, Glück gehabt. Also ich glaube, ich wäre schon zufrieden, wenn das hier so bleiben würde. Bei diesem 3:1. Aber jetzt vielleicht die Gelegenheit zu erhöhen. Nee, verteidigt. Tja, also je mehr sie werden, umso spannender wird es wirklich. Dann treffen sie wenigstens irgendwie den Ball. Also irgendeiner trifft dann schon den Ball. Boah, aber das ist auch gefährlich hier. Boah. Ah, jetzt ist der Fehler hier. Das muss das 4:1 geben, aber verteidigt. Und Pfosten. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute mit dem Pfosten los? Aber jetzt das 4:1. Unglaublich. Ja, strammer Schuss. Das könnte tatsächlich die Entscheidung gewesen sein. Aber das wird sich erst noch zeigen. Ach, schlecht verteidigt. Und zum Glück springen sie immer noch häufig vorbei. Sonst hätten wir hier schon mehrere Gegentore geschluckt. Ah, das war auch nicht gut. Weg damit. Okay, die letzten Sekunden laufen. Wenn wir jetzt keine groben Fehler machen, gewinnen wir das auf jeden Fall. So, gut geblockt. Jetzt nochmal vielleicht so ein Konter. Ja, gefährlich und das ist das 5:1. Und natürlich kommt der Ball wieder vom Innenpfosten. Also ich muss diese Folge irgendwas mit Pfosten benennen oder so, keine Ahnung. Unglaublich. Okay. Das war's, wir haben 5:1 gewonnen. Und das war das zweithärteste unfaire Match. Und das ultimativ unfaire Match wird dann tatsächlich in der nächsten Episode folgen. Und wir wollen dann jetzt, ja, auf jeden Fall noch so eine kleine Trainingssession einlegen. Denn wir haben uns da ja erstmal die Torwartübung angesehen in einem der letzten Parts und da fehlt dann ja noch ein bisschen was. Insofern würde ich sagen, das Stürmertraining können wir uns jetzt mal geben. Auch hier erstmal wieder Profi und dann All-Star. Gut, das müsste eigentlich einigermaßen klappen. Aber man darf nicht vergessen, gefühlt ist die Flugbahn hier und insgesamt alles so ein bisschen anders, wenn man
das mit dem Handheld-Modus vergleicht. So geht's zumindest mir. Ich kann nur für mich sprechen. Ja, es war schon mal sehr schlecht. Und das wird tatsächlich, ja. Weil direkt der erste Fehlversuch beim zweiten Schuss. So, Weltklasse hier. Ich den Ball ins Tor boxiere. Unnachahmlich. Ich gehe auf jeden Fall so ein bisschen auf Nummer Vorsicht. So. Läuft einigermaßen. Drittes Tor. Ach nö. Wie dumm. Aber, ich dachte wir, Mann, wir haben ihn doch halbwegs in die Luft gehalten und kurz vor der Linie oder auf der Linie kam er auf den Boden auf und das war's dann. Wie gemein. Mensch, das war eigentlich, ja wir haben eigentlich 5 von 6 gemacht, ganz ehrlich. Das ärgert mich auch gerade ein bisschen, muss ich ja zugeben. Och, ich hoffe ihr hattet eure Augen zu. Ja, das kommt davon, wenn ich mich immer noch ein bisschen ärgere, dann neige ich dazu, noch mehr Fehler zu machen. Und das war, ja, vollkommen dämlich. Das ist auch dämlich hier, ja. Jetzt verhauen wir es hier nochmal. Aber ist auch egal, ist ja nur zur Demonstration, wie so ein Torwarttraining quasi, beziehungsweise so ein Stürmertraining aussieht. Insofern. Ja, super. Nochmal. Ein Fehlversuch. Alter, jetzt haben wir tatsächlich nur 4 Stürmertore bisher. Und dabei wird es ja auch bleiben. Ja. Ich hoffe, ihr hattet die letzten 30 Sekunden eure Augen zu. Okay, dann würde ich mal sagen, nochmal All-Star. Und das ist natürlich um einiges härter. Ah, verdammt, den kriege ich jetzt schon nicht mehr. Nee. Oh, wie doof. Okay. Sei es drum. Vielleicht jetzt? Ja, sollte eigentlich ein Tor werden, aber... doch ein bisschen zu weit rechts vorbeigesetzt. Die verstehe ich jetzt irgendwie auch gerade nicht. Normalerweise mache ich solche Dinger halbwegs ordentlich rein, aber... ja, liegt wohl gerade daran, dass ich hier, ja, Lampenfieber oder sowas habe, keine Ahnung. Das war wieder schlecht. Ja, mit diesem Torwarttraining bin ich, mit diesem, wie komme ich auf Torwarttraining? Ich meine natürlich Stürmertraining. Damit bin ich momentan überhaupt nicht zufrieden. Das wird schon wieder nichts werden. Es wird schon wieder nichts werden. Naja, Hauptsache im Spiel klappt das dann. Ah, das ist wieder nix. Ah, verdammt. Ja, die Uhr läuft auch gegen uns. Da muss es schon im ersten Anlauf eigentlich klappen, weil man dann keine Zeit mehr hat sonst. So, der kommt aber auch ziemlich gut in die Mitte. Und das muss das Tor werden. Wird's auch. Immerhin 2 Tore. Ah, der ist auch nicht schlecht. Aber ja, es könnte knapp daneben gehen. Geht's auch. Naja, wir haben noch immerhin einen Versuch, glaube ich, ne? Ja, das wieder. Ja. Bisschen hier zu scharf. Und... ah ne, einen haben wir noch, okay. Ja, das ist... ah, wieder nix. Aber gut. Soll ja auch nur zur Demonstration gedient haben. So also oder so ähnlich läuft immer das Stürmertraining ab.
Natürlich sollte man bestenfalls das Tor öfter treffen, aber nun gut. Soll's dann auch mal gewesen sein für diesen Part. Beim nächsten Mal geht's dann weiter, das nächste unfaire Match. Und ja, bis dahin, macht es gut und ciao.